In diesem Video führen wir Ihnen die Vorteile abgedeckter Pendelrollenlager von NTN SNR vor und zeigen, wie man diese über das Messen der Lagerluftminderung korrekt einbaut. Herzlich willkommen zum Videoblog bei Ludwig Meister. Heute geht es um Pendelrollenlager. Ein neues abgedecktes System möchte ich euch heute in der Werkstatt mit Markus vorstellen. Hallo Markus. Servus Simon. Wir sind heute wieder hier bei unserem Versuchsaufbau und haben hier offene Pendelrollenlager drin. Ja. Wo findet man die denn zum Beispiel? Die findest du überall, in Lüfteranlagen, in Förderbändern, in Brechern. Also Pendelrollenlager sind weit verbreitet. Wenn wir zum Beispiel mal ein Kieswerk oder sowas nehmen würden, wäre das da eine gute Variante, die so einzubauen? Prinzipiell ja. Ja. Allerdings besteht einfach die Gefahr, dass jetzt, wenn du das Thema Kieswerk ansprichst, dass einfach mechanischer Dreck, Schmutz die Dichtungen hier beschädigt und einfach ins Gehäuse eindringt und dann halt einfach die Lager vorzeitig ausfallen lässt. Das heißt, die Zwei-Lippen-Dichtung, die könnte da einfach einen Schaden nehmen, dann kommt der Dreck rein und damit fallen die Lager dann deutlich schneller aus. Genau. Okay, nicht ganz optimal. Was gibt es da für Möglichkeiten, weil man das, ich sage jetzt mal, verhindern kann? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Variante wäre, dass man abgedichtete Pendelrollenlager verwendet, dass man die tauscht. Die gibt es schon relativ lang auf dem Markt. Ja. Es sind aber allerdings ein paar Sachen zum Beachten. Also die kann man nicht eins zu eins tauschen. Die bauen breiter wie die normalen, weil die Dichtungen einfach im Lager integriert sind. Aufgrund dessen, dass da schleifende Dichtung ist, ist die Drehzahl beschränkt, also deutlich geringer. Ja. Und auch der Winkelausgleich, der ja bei den offenen Pendelrollenlagern 1,5 bis 2 Grad beträgt, ist hier maximal 0,5 Grad. Okay, das heißt, gerade wenn ich jetzt irgendwo eine Stahlkonstruktion habe, die relativ grob geschweißt ist, könnte das zu Problemen führen. Genau, man muss halt deutlich genauer ausrichten, schon bei der Fertigung der Anlage. Und was man auch nicht übersehen darf, ist einfach, dass auch hier, ganz wichtig, die Wellenmutter diesen Ansatz hat zum Sichern, weil man sonst die Dichtung verdruckt. Okay. Es gibt da auch noch eine Variante. Neben den abgedichteten Lagern auch noch die abgedeckten Lager. Da hätten wir jetzt hier das Kitzel von NTN SNR. Das ist im Prinzip hier mit einem Metalldeckel versehen. Das Lager kann man komplett durchschwenken. Wir halten damit groben Schmutz draußen. Wir halten das Fett im Lager zurück. Und das ist speziell, wenn es darum geht, Drehzahlen hochzuhalten, ziemlich gut geeignet, weil wir haben hier keinerlei Einschränkungen diesbezüglich. Okay, also wenn ich es richtig verstehe, wenn jetzt zum Beispiel hier an der Dichtung oder Dichtung beschädigt ist und es dringt Schmutz oder Dreck ein, richtig, dann wird der auch noch eher aus dem Lager draußen gehalten. Genau, das ist hier der Vorteil. Man ist auch hier vom Bauraum komplett identisch. Das heißt, man kann das einfach eins zu eins einsetzen, kann auf der gleichen Spannhülse bleiben. Das heißt, hat hier keinerlei Probleme. Dann würde ich sagen, bauen wir doch einfach mal das Lager um. Bauen das abgedeckte Pendelrollenlager drauf. So machen wir das. Dann hole ich mal kurz den Wagen. Simon, fahr den Wagen vor. So, heben wir mal die Welle rüber. Gut. Dann gebe ich dir mal einen Hammer schon mal. Jetzt den Hammer hinten zum Gegenhalten. Also. Ja, jetzt mal das Sicherungsblech lösen, Simon. Das war zu früh. So schnell sind wir nicht. Passiert manchmal. Genau, dass hier auf alle Fälle Spiel drin ist. Eine schöne Schlaghülse. So, du hast es? Ja. Okay. So, hier die Hülse können wir wiederverwenden.
Schauen wir noch, dass die Schrift nach außen kommt. Nochmal durchschwenken. So. Ups, falsch rum. Die Position. Ja. So, der Klassiker, gell? Wir haben vorher vergessen, die Position zu messen, Simon. Wir messen es hier aus, 290. Kannst du das verschieben? Ja. Bitte. 290, Mitte, Mitte. So. Perfekt. Gut. Danke. Perfekt. So. Die Startlagerluft müssen wir noch messen, oder? Genau, die Startlagerluft. Was soll sie denn haben laut Tabelle? C3-Lager haben wir hier übrigens, gell? Zwischen 75 und 95 μ. Zwischen 75 und 95 μ. Okay. Die 07 geht schon durch. Die 08 geht auch durch. Die 09 nicht mehr. Also wir sind irgendwo zwischen 80 und 90 μ Startlagerluft. Dann haben wir welche Lagerluftreduzierung, die wir anstreben sollen, Simon? Da sind wir bei 30 bis 40 μ. Mhm. Bedeutet, wenn wir 80 haben, 40 runter bis 30 runter, zwischen 40 und 50 μ. Zwischen 40 und 50 dann, okay. Ich sie mal daher. Gut. Dann ziehen wir das mal an. Und schauen wir mal, was wir haben. Okay, also die 40 geht schön durch. Und die 05 oder die 50. Die geht nicht mehr. Okay. Also sind wir zwischen 40 und 50, damit genau da, wo wir hin wollen. Die 50, genau. Dann müssen wir es noch sichern. Ich schaue mal schnell, welche passt. Die da, kannst du mir kurz helfen? Ja. Aufdrehen, andere Richtung. Genau. So, wir haben jetzt hier das Lager montiert. Mhm. Und jetzt geht's ans Fetten, weil eine der Besonderheiten ist ja tatsächlich die, dass hier das Fett nicht so leicht austreten kann wie aus dem offenen Lager. Was langfristig natürlich auch dazu führt, dass man weniger Schmierstoff verbraucht, wenn man das dort gut anwenden kann. Genau, weil wenn das Fett am Lager bleibt und nicht ins Gehäuse abhaut, so, wir schmieren jetzt in beide Lager die gleiche Menge rein. Das sind bei der Lagergröße etwa 10 Milliliter. Drehst du ein bisschen weiter, bitte? Mhm. Das sind ja jetzt in etwa diese 30% Fettfüllung. Genau, richtig. Die gefordert werden, oder? Richtig. Ist alles drin? Ein bisschen habe ich noch. Ein bisschen noch. Hier. Gut. So. Ich schmier's übrigens mit den Fingern immer ein bisschen rein, weil wir sonst immer beim Einschwenken mit dem Außenring das Fett wieder abstreifen. Ja. So, alles drin. Was rein soll.
Gut. Dann würde ich sagen, heben wir die Welle zurück. Heben wir die Welle zurück, genau. Die Handschuhe ausziehen, Simon. Du hast es? Ja. So, Festringe rein. Bei den Gehäusedeckeln übrigens immer darauf achten, dass die Kodierung vorne übereinstimmt, gell, Simon? Mhm. Weil man kann die Deckel untereinander nicht tauschen. Ja. Die müssen passen. Wichtig ist auch jetzt, wir haben es nicht ganz richtig montiert. Theoretisch wäre jetzt das Gehäuse noch zu fetten, auch die Dichtung zu fetten. Aber um diesen Effekt vom Lager zu zeigen, haben wir das jetzt weggelassen. Exakt. Erfahrene Mechaniker haben das Drehmoment im Arm. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es mal laufen und schauen, wie es sich nach ein paar Minuten verhält. Ja. So, dann schauen wir mal hinein. So, auf meiner Seite sind jetzt mal die abgedeckten Pendelrollenlager. Und meine Seite mag noch nicht. So, und hier sieht man schon im direkten Vergleich, es ist ein kleines bisschen Fett, das seitlich rausgetragen wurde. Und das ist natürlich nicht ganz optimal. Weil dieses Fett steht dann im Lager zum Schmieren nicht mehr zur Verfügung und damit brauche ich insgesamt halt einfach ein kleines bisschen mehr Schmierstoff. So als kleines Fazit insgesamt kann man sagen, die abgedeckten Pendelrollenlager schaffen einfach nochmal ein bisschen zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung, halten ein bisschen das Fett im Lager zurück und damit kann man mit weniger Betriebsstoff länger arbeiten. Dann danke, Markus. Bitte gern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Den hat es sauber erwischt. Dichtung raus, alles heraus. Naja. Das ist wieso? Vom Schmutz kaputt gegangen. Ne? Da kam was rein, ja. Ja, das war's für heute. Fragen bitte wie immer unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Likes. Ansonsten auch gerne unseren Kanal abonnieren. Und warum der Wagen so ausschaut, wie er ausschaut, zeigen wir euch beim nächsten Mal.